Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und ich habe darüber berichtet, dass einer meiner Klienten die gezahlte Kfz-Steuer zurückfordern will wegen der Dieselfahrverbote. Nun bin ich ja selbst betroffen und tanke auch Diesel und wir haben uns natürlich nochmal Gedanken gemacht, wie funktioniert denn das? Und ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich habe euch versprochen, dass ich euch den Tipp gebe, was ihr tun könnt. Gezahlte Steuer zurückfordern ist schwierig. Ich werde mich mit meinem Mandanten besprechen müssen. Wir müssen gucken, ob das überhaupt möglich ist. Das hängt damit zusammen, dass ein Steuerbescheid ja ein hoheitlicher Akt ist und der wird rechtskräftig, wenn ich es denn zulasse. Und das ist das, was wir oder was ihr jetzt tun müsst. Wir müssen also verhindern, dass eure Steuerbescheide rechtskräftig werden. Das ist relativ einfach. Man macht das, wenn man den Steuerbescheid bekommt, indem man einen Einspruch dagegen einlegt. Diesen Einspruch legt man bei der Erlassbehörde ein, das ist neuerdings das Hauptzollamt, also schreibe ich einen Brief, sobald ich meinen Kfz-Steuerbescheid bekomme, an das Hauptzollamt und sage, ich bin mit der Steuer nicht einverstanden, ich lege Einspruch ein. Wie das aussieht, haben wir hier mal entworfen, ein solches Musterschreiben. Man braucht dafür keinen Anwalt, ganz viele Menschen fragen und schreiben uns Mails, ob wir sie vertreten wollen. Das ist nicht nötig, es ist schade um das Geld, ihr braucht keinen Anwalt dafür, ihr könnt das selber machen. Ein Download-Link für ein solches Musterschreiben, für einen Einspruch gegen den Kfz-Steuerbescheid findet ihr unter www.expertehilft.de oder auch unter diesem Video in einem Download-Link. Ansonsten ist es ganz schön schwierig. Viele fragen, gibt es eine Sammelklage, können wir alle zusammen vor das Verfassungsgericht ziehen? Das geht in Deutschland leider nicht. Eine Popularklage ist bei uns ausgeschlossen. Wir müssen tatsächlich den Weg gehen, dass ein Kläger, einer muss es mal machen, in einem offenen Verfahren entweder den Rechtsweg ausschöpft, das heißt am Ende mal vor dem Bundesverfassungsgericht landet, wenn alle anderen gerichtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Oder wir müssen es schaffen, dass ein Gericht über die Frage der Rechtmäßigkeit der Kfz-Steuer zu entscheiden hat und sagt, ich habe Bedenken, das könnte verfassungswidrig sein und dieses Gericht legt es dem Verfassungsgericht vor. Nur so ist es zu schaffen. Also mein Tipp an euch, legt den Einspruch gegen eure Kfz-Steuerbescheide ein, sobald die neuen Bescheide kommen, immer wenn ihr ein neues Auto zulasst oder dann spätestens im neuen Jahr. Das ist die einzige Chance, das Verfahren offen zu halten. Und wie gesagt, den Text der Begründung, das ist nicht ganz so wichtig, was da drunter steht, findet ihr am Download-Link. Ich bleibe natürlich dran und ich berichte weiter über Erfolge oder auch Misserfolge in unserem Verfahren wegen der ungerechten Behandlung von Dieselfahrern.